Jo Leute, was geht? Heute spielen wir GTA 5 in einer ganz besonderen Version und zwar spielen wir heute mal Minecraft in GTA 5. Ihr habt richtig gehört, Freunde. Ich habe diese Mod vielleicht vor über 1,5 Jahren mal gebracht und heute habe ich natürlich wieder einige weitere Modifikationen in dieser Mod für euch. Ich würde sagen, Leute, wir sind gerade natürlich als Franklin unterwegs, aber ihr wisst natürlich, welcher Charakter bekannt ist aus Minecraft. Natürlich, Freunde, es ist Minecraft Steve und damit der jetzt spawnt, Leute, brauche ich eure Unterstützung. Drückt jetzt auf jeden Fall gleich auf den Like-Button, wenn ich es euch sage und dann wird sich Franklin in Minecraft Steve verwandeln. Deswegen, Freunde, 3, 2, 1 und boom, Freunde. Damit sind wir jetzt tatsächlich als Steve in GTA 5 unterwegs und ich muss sagen, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Liken und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst gerne jetzt ein Abo da. Ich denke, dann wird Steve auf jeden Fall auch ein ziemlich cooles Gadget bekommen. Deswegen, Leute, lasst jetzt gerne ein Abo da in 3, 2, 1 und weiß nicht, ist irgendwas passiert? Ah, Leute, wir haben jetzt einfach so eine Spitzhacke sogar in der Hand. Kann man damit irgendwas craften? Kann ich damit theoretisch gesehen hier gegen den Ofen hauen und bekomme ich dann, okay. Oh, ey. Okay, vielleicht ist der Ofen halt nichts, was man wirklich abbauen kann. Aber ja, Freunde, wir sind auf jeden Fall hier unterwegs mit der Spitzhacke. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ey, yo, das ist ja ganz nett und so, dass du uns hier Steve zeigst und eine Spitzhacke und so weiter. Aber wo sind die richtigen Minecraft-Mods noch dazu? Freunde, es wird auf jeden Fall noch viel dazu geben. Wir haben sogar auch eine spezielle Minecraft-Map. Ich weiß nur noch nicht genau, wo sie gespawnt ist. Aber sie soll angeblich versteckt in Los Santos sein, so halbwegs. Doch wir brauchen, glaube ich, ein Auto, um überhaupt in die Innenstadt zu kommen. Und wisst ihr, welches Auto wir nehmen? Ich zeige euch mal ein ziemlich cooles Auto. So, Freunde, das hier ist der Jester, der Dinker Jester in der Minecraft Edition mit einer speziellen Folierung, Freunde. Und dieses Auto sieht einfach nur heftig aus, Freunde. Ich finde, es passt auf jeden Fall perfekt zu Steve. Ich denke, Steve passt auch sehr gut gar nicht rein. Also, Steve, das sieht aus, als würdest du so sitzen, als würdest du irgendeine Wasserrutsche gerade unterrutschen. Ah ja, und er wackelt mit seinem Kopf, als würde er... Geht's dir nicht gut, Steve? Ist irgendwas falsch mit dir? Raste nicht aus. Ich weiß, dein Kopf... Wir machen Cabrio daraus, okay? Aber jetzt nicht in dieser Episode. Nächste... Okay, beruhig dich bitte. Nächste Episode wird jemand daraus ein Cabrio machen. Macht euch keine Sorgen. Auf alle Fälle kann man mit diesem Fahrzeug sehr gut natürlich durch die Stadt... Durch die Stadt von Los Santos fahren. Freunde, es ist wahrscheinlich 2 Uhr morgens, wo ich das Video aufnehme. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr sprechen. Das ist... wirklich, ich bin Brain AFK, muss ich einfach sagen. Aber lasst uns doch einfach mal zusammen schauen, wie die Leute eigentlich auf Minecraft Steve reagieren und auf seine Fähigkeiten. Denn natürlich, Freunde, Minecraft ist ein Spiel, da baust du alles Mögliche ab, baust neue Sachen und, ja, das ist eigentlich das Grundprinzip des Spiels. Man kann natürlich auch den Enderdrachen besiegen, viele Sachen craften, Sachen verzaubern und so weiter und so fort. So, da würde ich jetzt mal sagen, hey, junge Lady, einen Augenblick, stopp, 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 anhalten, anhalten, hey, stopp, hallo, okay, dann nehmen wir halt nicht. Warte mal, ich habe eine kleine Idee. Das ist doch Stein, oder? Kann man das nicht irgendwie abbauen? So, komm, wir schlagen dagegen. Yo! Okay. Ja, es passieren Risse. Weiter. Weiter. Okay. Funktioniert? Ey! Es funktioniert nicht! Was ist denn das für ein Minecraft-Spiel? Hallo! Ich habe echt Diamanten. Ich habe die ganze Zeit Diamanten-Items. Ich habe Spitzhacke, ich habe Schwert, Diamanten. Aber irgendwie kriege ich keinen Stein. Oh, es funktioniert nicht. Vielleicht können wir das Auto hier... Irgendein Auto craften. Hallo! Stopp! Kann einmal kurz anhalten. Vielleicht kann ich ein Auto hier craften. Stopp! Warten Sie, warten Sie. Ich muss kurz einen kleinen Test machen, okay? Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Ich teste kurz, ob man dieses Ding craften, abbauen kann. So. Ah, okay. Funktioniert. Hey, das war aber jetzt nicht so nett von Ihnen. Ich habe doch nur kurz gegen Ihr Auto geschlagen. Ist doch jetzt nichts dabei. Hä? Guck mal, was hat der da gemacht? Hey, was haben Sie da gemacht? Alter, Sie haben da eine Person überfahren. Yo, was geht... okay. Ey, Mister, geht's Ihnen gut? Soll ich das bitte fixen? Ich bin ein Minecraft-Typ. Ich kann das pixen. Ich kann pickaxen. Ich kann sie pickaxen, damit fixe ich sie. Hier. So. Das wird schon funktionieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Problem gelöst. Wir gehen lieber mal in Minecraft, Steve. Wir gehen lieber. Das hat keiner gesehen, okay? Wir haben auch keine Sterne bekommen. Es ist alles gut, aber ich finde es so lustig, wie er läuft. Der läuft doch genauso komisch in Minecraft, oder? Weil er hat ja keine Knie. Das heißt, er läuft genauso komisch wie jetzt. Nur in Minecraft, ey. Und was mir auch auffällt, Minecraft Steve ist einfach viel größer als andere Menschen. Schaut euch das mal an. Im Vergleich zu den normalen Menschen ist er einfach viel größer. Ey, runter von der Bank hier. Ich pickaxe diese. Das ist meine Bank, ja? Ich werde die jetzt verarbeiten.
So, komm. Oh, ich glaub, die löst sich auf. Ja, ich glaube, die löst sich auf. Freunde, es hat tatsächlich geklappt. Ich habe die Bank abgebaut. Yes, das funktioniert einfach. Ey, ich sag's euch, Leute. Ich baue was ab und es verschwindet. Ich zeig's euch jetzt in diesem Auto. Pass mal auf. So, raus aus dem Wagen. Ich muss es jetzt an dem Auto probieren. So, einmal kurz raus, Kollege. Sorry. So, jetzt probier es in den Wagen. So, ey, wer, du steigst in den... Ey, nicht einsteigen, hallo! Ich wollte doch nur was testen. Mann, hey, das ist sogar ein Pennymarkt, Freunde. Ich glaube, wir gehen einfach mal rein. Ja, Pennymarkt klingt immer schön. So, ah, oh, nee, ich kann nicht rein. Der hat geschlossen. Help wanted. Apply now. Ja, vielleicht sollten wir uns mal bewerben. Vielleicht stehen die Leute ja auf, achtkantige Köpfe. Wer weiß es, ne? Aber ich denke, es wird Zeit, dass wir jetzt in unser eigenes Auto wieder einsteigen und damit natürlich weiterfahren. Wenn ich mich nur daran erinnern könnte, wo dieses Auto stand. Weiß das jemand? Habe ich nicht hier geparkt? Hey, wer hat mein Auto geklaut? Hallo? Ey, ist das jetzt euer Ernst? Habt ihr echt mein Auto genommen? Sieh da, ich nehme jetzt ihr Auto. Das ist doch ein schönes Auto. Vielen Dank dafür. Dankeschön für dieses wundervolle Auto. Es ist jetzt meins. Meins Kraft. Meins geklaut. Genau. Grand Theft Auto Minecraft spielen wir hier jetzt. So, lalala, lalalala. Alter, schaut euch mal an, wie das im First-Person-Modus einfach aussieht. Sind das das sind seine Beine, oder? Ich glaube, das sind seine Beine. Aber ey, ich sehe immerhin das Tacho noch. Und was ist gerade hier los? Warum? Ich habe 5 Sterne. Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Ey, das ist der gleiche Typ von dem gerade, der den Typen angefallen. Ey! Okay. Okay. Okay, wir machen das so. Wir machen das mit der Magie von Minecraft. Wir craften es und machen es abbauen. Wir bauen diesen Truck ab. So, komm, das kriegen wir hin. Wir bauen den jetzt einfach ab. So, ich hau dagegen. 1, 2, 3, 4 und 5. So, oh, ja, Mann. Okay, ist verschwunden. Perfekt. Also, ich sag's euch, Leute, es funktioniert. Oh. Alter, das ist überhaupt nicht wie Minecraft. Das ist eher wie mein Hau zu. Keine Ahnung, was ich gerade laber, aber... Oh mein Gott, wir haben 5 Sterne und es eskaliert hier gerade komplett. Move, move, move. Komm schon, move. Wir müssen weg. Wir müssen Los Santos verlassen. Wir müssen zurück in unsere Welt. Wir müssen wieder in die Welt von Minecraft eintauchen. Oh nein, jetzt haben wir einen Plattfuß. Leute, die Welt von GTA 5 ist keine Welt, in der ihr sein solltet. Ich meine, Kriminalität ist an der Tagesordnung. Jeden Tag ist neuer Überfall. Und ihr wollt erst recht nicht im Online-Modus leben. Stellt euch mal vor, ihr würdet im Real Life in GTA Online leben. Das wäre einfach Albtraum. Das wäre schlimmer als die Hölle. Oh, es tut mir leid, dass ich gecrashed habe. Okay, auf zum Strand, Leute. Auf geht's zum Strand. Das Auto sieht gar nicht gut aus. Das ist voller Ketchup. Okay, okay, okay. Ey, aus dem Weg. Oh mein Gott, Alter, das sieht überhaupt nicht gut aus. So, jetzt sind wir hier am Strand. Perfekt. Vespucci Beach ist erreicht. 5 Sterne. Okay, wir sind gerade dabei zu entkommen und... Na komm, mach eine Drehung. So, jawohl. Nice. Das ist alles gut, Leute. Wir müssen jetzt einfach nur abwarten, bis wir hier entkommen. Oh. Okay, es hat funktioniert, Freunde. Also ich muss sagen, so ein Crossover zwischen Minecraft und GTA 5 ist schon eine sehr krasse Sache. Also ich finde, da ist auf jeden Fall viel Potenzial dahin. Wait a minute. Ist das diese Insel, von der ich gerade gesprochen habe? Alter, das ist ein Vulkan. Oh mein Gott. Das sieht richtig geil aus. Aber wie kommen wir da hin? Ey, sieh da, Mister. Ich brauche mal kurz ihr Jetski da hinten. Können Sie kurz anhalten? Wäre echt nett. Das wäre super duper nett. Also, nein, nicht, dass er da selber hingeht. Oder bin ich der Einzige, der diese Insel sehen kann? Alter, schaut euch mal an. Da ist sogar ein Piratenschiff. Und da fließt sogar Lava runter. Und es ist direkt neben der Yacht. Boah, wer hat diese Insel bloß dahin gespawnt? Schaut euch das mal an, ey. Was halten Sie denn davon, dass da jetzt so... Steve, das sieht überhaupt nicht gut aus, aber es wäre so ein Thumbnail-Moment, muss man sagen. Ich chill hier mit meinem Bro, Alter, mit meiner Pickaxe und er holt jetzt einfach, jo, er gönnt sich einfach und boom, Junge, tschüss, da würde ich auf jeden Fall auf Wiedersehen sagen. Ich glaube, da hinten ist ein Jetski. Ja, ich glaube, jawohl, es ist unbenutzt. Perfekt, das können wir auf jeden Fall benutzen, damit wir zu der Insel kommen. Bin schon sehr gespannt, wie die am Ende sein wird. Rauf auf das Jetski und perfekt, Freunde. Es ist einfach sehr merkwürdig, wenn man mit so einem Charakter, der einfach keine Gelenke hat, so steuert. Aber am Ende, Freunde, machen wir uns jetzt direkt auf den Weg zu dieser Minecraft-Insel. Und oh mein Gott, schaut euch mal diesen Vulkan an. Sieht das heftig aus. Yo, Alter, das sieht so geil aus. Oh mein Gott. So, perfekt. Jetzt sind wir drauf, Leute. Oh mein Gott, das ist eine Schatzsucherinsel. Das ist eine richtige Pirateninsel, Freunde. Da hinten ist einfach ein Piratenschiff. Wollen wir uns vielleicht das mal zusammen angucken. Und da hinten ist ein Typ mit einem Boot, das wahrscheinlich auch auf das Piratenschiff drauf will. Nichts da. Ich werde den Schatz holen. So, okay. Ist hier was drin? So, mach mal auf.
drauf. Oh mein Gott. Freunde, unsere gesamte Leiste ist jetzt voller Diamanten, Diamantenrüstung und so weiter. Nice, ey. Das können wir definitiv mal benutzen, wenn wir irgendwann in diesem Spiel craften könnten, was wahrscheinlich nie der Fall sein wird. Und hier ist tatsächlich... Oh mein Gott, wir haben hier einen Ofen. Wir haben hier eine Werkbank, eine Kiste und ein kleines Zimmer. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt, ist, dass die Fenster nicht transparent sind. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Leider funktionieren die Leiter nicht auf diesem Schiff. Aber Freunde, das ist einfach richtig atmosphärisch. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Rest der Insel an. So, kommst du da hoch? Ah ja, sehr, sehr langsam. Aber es funktioniert. Es funktioniert zwar, Freunde. Und jetzt sieht das Spiel überhaupt nicht mehr wie GTA 5 aus. Es sieht eher aus wie Minecraft mit Raytracing-Grafik. Jetzt mal Real Talk, Freunde. Das sieht wirklich aus wie ein Minecraft mit guter Yacht. Guter Grafik. Ich sehe eine Yacht und ich sag statt Grafik, sage ich Yacht. Alles klar. Freunde, es ist 3 Uhr morgens fast. Ich kann nichts dafür. So, oh mein Gott, da hinten ist ein Tunnel. Da haben wir verschiedene Fackeln. Ich kletter erstmal rauf. Ich glaube, wir probieren es mal hier hochzukommen. Ist das eine Höhle? Lol, Freunde, als ob da eine Höhle ist. Okay, das ist, naja, das ist nicht so eine ganze Höhle, aber da ist wieder eine Kiste drin, ne? Das ist schon mal cool. Und ich glaube, hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das mal, okay, das ist auch keine Höhle. Oh, stopp. Vorsicht, Alter. Vorsicht vor der Lava. Da kommen wir jetzt nicht so leicht drüber. Sonst verbrennen wir uns. Ich sollte das definitiv unterlassen. Das heißt, dieser Weg ist versperrt. Wir müssen also auf die andere Seite gehen. Wir müssen die andere Richtung umkreisen, damit wir da hinkommen. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Insel sehr. Also sie hat auf jeden Fall wirklich Charakter, Freunde. In jeder Ecke gibt es was Cooles zu entdecken. Ich glaube, hier ist sogar... ich dachte, das wäre ein spezieller Stein. So, hier haben wir einen Baum, der abgehackt worden ist. So... Perfekt. Und jetzt klettern wir hoch. Jawohl. Dann sind wir gleich... Oh, nee, wir sind... Oh, mein Gott. Wir sind noch gar nicht richtig oben. Freunde, stellt euch mal vor, das alles ist in GTA 5, ne? Wie Modding mittlerweile weit gekommen ist. Das ist zu heftig im Singleplayer. So, vorsichtig, vorsichtig. Nicht die Lava berühren. Die ist sehr, sehr heiß, okay? Ganz vorsichtig. Oh mein Gott. Und ich glaube, das hier ist so ein privater Raum, ne? Mit Aufzug sogar. Ich glaube, das ist ein Aufzug oder einfach nur eine Tür. Und hier ist noch eine Kiste. Und hier geht's weiter hoch. Freunde, hier ist sogar eine eigene Stadt gebaut worden. Schaut euch das mal an. Da hinten sind noch ein paar Gebäude. Hier ist einfach eine mysteriöse Höhle, Leute. Hier haben wir Kohle, die wir abbauen können. Und da hinten ist sogar... Oh mein Gott, da ist TNT. Oh mein Gott. Geh weg, geh weg, geh weg. Ganz, das... Das ist aber absolut gefährlich, dass das TNT direkt neben der Lava ist. Freunde, wir sollten definitiv nicht so lange auf dieser Insel bleiben, weil das könnte ganz schlecht für uns ausgehen. So, jetzt klettern wir mal hoch, um mal zu schauen, wie es so auf der Spitze aussieht von dem Berg. Boah, wie hoch geht das bitte noch? Sind wir gleich oben? Okay, hier ist die nächste Kiste. Also es ist so eine richtige Schatz. Oh nein, es ist schon wieder TNT da hinten. Nein, ist hier noch irgendwas versteckt? Okay, es ist wieder so ein Lavabrunnen. Das heißt, die Lava kommt von da oben. Das ist natürlich ein Vulkan. Nein, nicht runterfallen. Ich muss jetzt alles wieder hochklettern. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich weiß nämlich nicht genau, wie ich jetzt hier hochkommen soll. Vielleicht können wir... Ah, warte. Ich glaube, hier ist ein Weg. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Jawohl. Perfekt. Okay. Also hier hört der offizielle Weg auf. Jetzt kommt man nur noch über die Seiten hoch. Und oh mein Gott, die Lava, Freunde. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir die nicht berühren werden. Ey, Leute, ich weiß nicht, was ich spreche. Meine deutsche Sprache um 2 Uhr morgens ist einfach so, als würde ich Polnisch sprechen. Ich spreche nicht sehr gut Polnisch. Oh mein Gott. Und Leute, wir sind da. Auf der Spitze des Vulkans angekommen. Mit der Aussicht auf Los Santos. Hier ist die Yacht. Und hier ist die gesamte Minecraft-Insel. Leute, schaut sie euch nochmal an. Es ist auf jeden Fall eine richtig geile Insel. Leute, damit würde ich aber auf jeden Fall sagen, wir beenden heute dieses Video. Wir haben heute Minecraft in GTA 5 gespielt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Vergesst nicht, Leute, auf Support ein Like da zu lassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, dann Leute, was ist los bei euch? Abonniert jetzt. Lasst gern ein Abo und gern die Glocke da, Freunde. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zug ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.